Der 1. Mai, der liegt hinter uns, und in der Nacht, da sind an mehreren Orten hier in Berlin Autos in Flammen aufgegangen. Etwa an der Hasenheide in Berlin-Neukölln, da brannten 6 parkende Pkw. Gegen 0.20 Uhr war bereits am Kielufer in Neukölln ein Renault ausgebrannt. Gegen 1.35 Uhr dann brannte ein VW Golf auf einem Parkplatz im Bezirk Lichtenberg. Gegen 2.40 Uhr dann standen im Prenzlauer Berg ein Mercedes und ein Kleinwagen in Flammen. Dem vorausgegangen war ja in der Nacht zum 1. Mai bereits ein Brandanschlag auf mehrere geparkte Lieferwagen des Versandriesen Amazon im Stadtteil Wittenau. Insgesamt 16 Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Inzwischen ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin nehmen mutmaßliche Linksextremisten einen Bezug zum 1. Mai und kündigen gleichzeitig eine ganze Aktionswoche gegen Tesla und Amazon an. Sprechen wir mit Gerrit Seber darüber in der Hasenheide. Gerrit, du warst auch unser Mann jetzt bei den ganzen Protesten gestern. Also wir sehen das. Hat man da die Strategie gewechselt bei den Linksextremisten? Nicht mehr mit dem schwarzen Block bei den Demos Randale machen, sondern lieber Autos anzünden? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen in der Form, weil also erstmal dachte man tatsächlich, es ist ein sehr, sehr, sehr friedlicher 1. Mai gewesen, und das war es auch, wenn man auf die große Demonstration blickt. Allerdings, wir haben es jetzt ja auch gehört, es haben dann doch auch in der Nacht einige Autos gebrannt, und ich bin jetzt hier auf der Hasenheide, wir haben es ja gehört, wir können uns das einfach mal anschauen. Hier, das ist ein VW, das ist ein Kleinwagen, da drin sieht man ja auch einen Kinderwagen, einen Kindersitz, und das sieht man, das war dann doch relativ wahllos. Wir können hier auch mal weiter schauen, hier. Das ist ein Audi Q8, der ist auch ein Totalschaden, wie man sieht. Um das vielleicht einzuordnen, die Hasenheide ist quasi die Straße, wo die Demonstration auch lang ging. Einmal am Anfang und dann auch auf dem Rückweg. Allerdings hat es hier erst gebrannt, deutlich später, also einige Stunden später, mitten in der Nacht gegen 3 Uhr. Man hat das hier in Neukölln, Kreuzberg auch die ganze Nacht gehört. Der Polizeihubschrauber ist die ganze Nacht über die Viertel gekreist. Man kann davon ausgehen, dass einige Teilnehmer der Demonstration vielleicht danach die Gunst der Stunde genutzt haben und sich verteilt haben in der Stadt und dann eben doch auch einige Autos angezündet haben. Ich persönlich glaube nicht, dass diese Autos, die nach dieser 1. Mai-Demo gebrannt haben, dass das dieselben Verursacher waren wie die, die die Amazon-Autos angezündet haben, weil das war ein gezielter Anschlag auf Amazon und das hier wirkt relativ wahllos. Es sind auch nicht nur Luxusautos, die hier angezündet wurden. Deswegen glaube ich, dass hier eher Demonstranten nach dem 1. Mai, die durch Berlin gezogen sind, und das andere in der Walpurgisnacht ein gezielter Anschlag einer Gruppe geplant mit Bekennerschreiben. Allerdings tatsächlich, es hat einfach viel gebrannt. Trotz allem, obwohl die Polizei sagt, es war ein relativ friedlicher 1. Mai. Gerrit, vielen Dank nochmal für diese Einordnung. Wir sprechen uns später wieder. Benjamin Jenro ist mir nun zugeschaltet, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin. Herr Jenro, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag, Frau Droste. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen Bilanz ziehen zum 1. Mai. Sie haben es gerade schon gehört, ein paar brennende Autos gab es durchaus, aber ansonsten alles einigermaßen friedlich. Sind Sie zufrieden? Ist die Strategie auch der Sicherheitsbehörden aufgegangen in Ihren Augen? Na, zunächst mal möchte ich unseren 5 verletzten Kolleginnen und Kollegen alles Gute wünschen. Es wurden wieder Polizistinnen und Polizisten verletzt am 1. Mai. Deswegen können wir auch nach wie vor nicht von einem friedlichen 1. Mai sprechen. Es gab auch mehr als 30 Festnahmen, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, schon auch ein klares Signal in die richtige Richtung, dass es zum einen keine homogene Szene mehr gibt, die hier auch sich auf Straßenschlachten mit Polizei einlassen möchte, und dass die Polizeitaktik wirklich am 1. Mai in Berlin hervorragend aufgegangen ist. Es gab durchaus viele Gewaltsuchende, ne, die auch sicher bereit gewesen wären, Glasflaschen zu schmeißen. Wir haben gerade am Ende auch erlebt, dass aus dem hinteren Teilen der revolutionären 18 Uhr Demo dann auch versucht wurde, Polizistinnen und Polizisten anzugreifen. Aber die Kollegen haben das sehr gut gemacht und im Endeffekt sind wir da schon sehr zufrieden. Dass das, was jetzt in der Nacht passiert ist, sicherlich auch ein bisschen im Kontext noch zum 1. Mai zu sehen ist, das hat die Reporter draußen gerade ganz gut in den Kontext gestellt. Auch wenn auf Berlins Straßen ja eigentlich jede Nacht irgendwelche Autos brennen. Aber ich gehe auch davon aus, dass hier vermutlich der ein oder andere, der nach Hause gegangen ist, der sich erhoffte, in Neukölln hier irgendwas zu machen, wo die Polizei ihm Grenzen aufgezeigt hat, dass er das dann auf dem Nachhauseweg gemacht hat, weil für so ein Auto, um das in Brand zu setzen, braucht es jetzt auch nicht so viel. Nun sprechen Sie Neukölln auch noch mal an. Das war ja auch die Befürchtung im Vorfeld, dass man sagt, Linksextremisten, Gewaltbereite, die könnten sich da mischen mit Pro-Palästina-Demonstranten. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt auf das Demo-Geschehen schauen, das Ganze analysieren? Also gab es da doch am Ende dann keine Verbrüderung?
Naja, Frau Droste, wer vor Ort war, der hat gesehen, es gibt keinen schwarzen Block. Ja, das, was da vermeintlich der schwarze Blockersatz war, das waren Leute, denen konnte man fast in die Augen schauen, ne? So ein bisschen Krawalltouristen. Es war ganz klar das Ziel, in Neukölln ein bisschen Unruhe zu stiften. Aber ganz ehrlich, wir hatten ungefähr 18 verschiedene Blöcke, ne? Das war überhaupt keine homogene Szene da. Sonst haben sie maximal 6 gehabt. Deswegen wussten die Leute da auch nicht so wirklich, was passiert hier eigentlich. Es war schon sehr viele junge Leute da. Ich glaube, gerade die Lage in Nahost war das zentrale Thema. Was anderes gab es da eigentlich auch nicht. Aber man sollte sich jetzt auch nicht blenden lassen. Ja? Es wurde durchaus auch ein Depot mit Steinen und Pyrotechnik auf dem Dach gefunden. Die Polizei Berlin ist auch schon am Vormittag bei unserer DGB-Demo sehr früh aufmerksam gegen eventuelle Störaktion vorgegangen. Also man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen zu sagen, na gut, dann brauchen wir im nächsten Jahr eigentlich gar keine Polizeikräfte mehr einsetzen, weil klar ist, es war auch wichtig, mit viel Personal draußen zu sein, um gleich da, wo vielleicht Konfliktpotenzial war, schnell Grenzen aufzuzeigen. Deswegen hochprofessionelle Arbeit und es ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und die Töne würde ich heute auch gerne aus dem politischen Raum hören. Nun sehen wir ja hier parallel auch noch mal die Bilder von den brennenden Fahrzeugen. Ich habe das bereits angesprochen. Also nicht nur, dass es Amazon Sprinter schon getroffen hat. Es gibt auch die klare Ansage aus der linksextremistischen Szene, dass man eine ganze Aktionswoche veranstalten möchte gegen Tesla und gegen Amazon. Wie stellen Sie sich da jetzt nun auf? Ja gut, also erstmal muss man ganz klar sagen, es sind absolute Schwachsinnsaktionen. Ja. Und auch wenn bei Indie Media letztlich jeder Dödel was reinstellen kann, ist ein Bezug, glaube ich, gerade zur linksextremen Szene schon auch sichtbar, wenn man sich die ganzen Verschwörungstheorien, die da aufgelistet sind, auch mal durchführt. Es ist absolut sinnfrei, da wird irgendwas gesucht als Grund, um hier Straftaten, um eine Legitimation dafür herzustellen. Es war eine sehr konzentrierte Aktion gegen Amazon, es wird es auch immer wieder geben. Man muss immer gucken, wie kann man die Taten jetzt wirklich zuordnen, ne? Auch wem kann man sie zuordnen? Wir haben ja auch schon vor dem 1. Mai und grundsätzlich in dieser ganzen Aktion gegen Kapitalisten, gegen Amazon, gegen Meta, gegen was auch immer für Großkonzerne, es wird immer dezentrale Aktionen geben und da kann sich die Polizei nur bedingt wirklich auch darauf vorbereiten, ne? Weil wir wissen ja nicht, wo es passiert. Wir können auch nicht überall, wo prinzipiell Fahrzeuge abgestellt sind, Hundertschaften hinstellen, die da gucken. Deswegen sind es dann Zufallsfunde. Wie gesagt, für Brandstiftung bei Kfz, bei Autos braucht es jetzt auch nicht viel. Das geht relativ schnell. Wir können jetzt nur versuchen, im Bereich des Staatsschutzes da auch wirklich Ermittlungen voranzutreiben, um dann irgendwann vielleicht auch mal Leute rausfiltern zu können. Aber ganz ehrlich, jetzt wird auch im Nachgang zu den brennenden Autos Kleinwagen irgendwo im bürgerlichen Milieu, ne, wird jetzt auch wieder ein Bezug hergestellt und wird gesagt, hallo, wir waren es. Das wird sich nicht alles verhindern lassen, ja. Aber wir können nur sagen, wir brauchen hier politische Rückendeckung. Man muss auch nicht kleinreden, weil ich glaube, wenn man morgens naja, aus dem Haus kommt und eventuell seine Kinder in die Kita bringen möchte und da steht der Kleinwagen in Brand und das ist keine schöne Situation und man trifft hier, glaube ich, auch die Falschen. Das sind nochmal klare Worte, Benjamin Jendro. Das heißt, wir sprechen sicherlich dann auch nochmal darüber, was bei dieser Aktionswoche rausgekommen ist. Wir hoffen natürlich, dass nicht so viel Schaden angerichtet wird. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.